Halleluja. Shana Tova. Die Wende ist hier. Ich freue mich so sehr, dass ich euch wieder auf meinem Kanal begrüßen darf. Und ich hoffe, meine lieben YouTube-Freunde, dass ihr die letzten Videos gesehen habt. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, das ich jetzt anbringe, sehr essentiell. Aber ich bin in der vollen Freude und ich kann nur sagen, Halleluja. Shana Tova ist sowas wie ein fröhliches neues oder gesegnetes neues Jahr, ein Segenswunsch, und damit möchte ich euch gleich einmal segnen zu Beginn. Ich möchte euch auch ermutigen, dass ihr euch wirklich dieses Video bis zum Schluss anhört. Es ist so essentiell, es ist eine ganz wunderbare Zeit, aber es ist eine herausfordernde Zeit und es ist eine Zeit, wo man wirklich wissen muss, wie man sich zu orientieren hat. Man muss wissen, was Gottes Wille ist, um auf diesen neuen Weg gehen zu können. Denn der Herr hat einen neuen Weg vorbereitet. Einen Weg, der anders ist als alle anderen Wege. Es ist noch nicht das Ende, aber wir sind dem Ende dieser Ära oder dem Zeitalter an das Ende gekommen. Und die Zeit, in der wir jetzt uns befinden, ist eine Übergangszeit, Transition, kann man auch sagen, oder Transition. Das Alte ist vergangen, siehe, ich wirke neu, aber wir müssen wissen, wie wir in dieser neuen Zeit und auf diesen neuen Weg gehen können. Und ich werde euch nachher auch die Bibelstelle dazu vorlesen, zu der Vision, die Gott mir gegeben hat. Und diese Vision war am 23. September und ich werde dann diese Bibelstelle vorlesen, weil sie ist sehr, sehr ermutigend. Und wenn du zuhörst und du hast dein Leben noch nicht Jesus gegeben, dann würde ich dir ermutigen, dass du das wirklich auch tust. Weil jetzt brauchen wir mehr denn je zuvor die Nähe zu Gott, den Vater. Und Jesus ist eben der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als wie durch den Sohn. Aber ich möchte mich jetzt einmal auf alle Fälle bedanken für die vielen, vielen Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Und ich war so erstaunt. Ich habe auch Rückmeldungen von Menschen bekommen, die ihr Leben noch nicht Jesus gegeben haben, die ihn noch nicht so wirklich kennen, die den Heiligen Geist noch nicht haben. Und sie haben sich so bedankt, für diese Information zu Babylon, und es war ein Augenöffner für viele, viele Menschen. Dieses Video hat einen Durchbruch geschafft und das war ganz, ganz wichtig. Also das, was Gott bewirken wollte mit diesem Video, das hat er wirklich bewirkt, nämlich eine große Umkehr. Der Herr hat mir gesagt, und ich freue mich ganz speziell, im deutschsprachigen Raum, speziell in Deutschland, hat es massenweise Menschen gegeben, die angefangen haben, ernsthaft Buße zu tun, die gefastet, gebetet und gefleht haben und es auch jetzt noch weiter tun. Und auch in Österreich, überhaupt im deutschsprachigen Raum. Viele, viele Menschen wurden tief in Herzen berührt und haben das ernst genommen. Und Gott hört auf das Schreien seines Volkes. Und er hat eingegriffen. Juhu! Und genau am 25. September mit der Wahl in Italien, wo Giorgina Meloni, rechts ausgerichtete Partei, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus beiden Parteien, aber ich weiß auf alle Fälle, dass sie der Linkslastigkeit und dieser Globalisten-Gefahr, die jetzt dann herrscht und gerade dabei ist und versucht, die Weltmacht zu übernehmen. Ich habe darüber gesprochen, über Babylon, und das sind das heutige Babylon sind die linken Mächte. Und dazu hat der Herr mir auch sehr viele Informationen gegeben, damit man versteht, es gibt von beiden Seiten Gefahren und man kann auf der linken und auf der rechten Seite von einem Pferd runterfallen. Sowohl linke als auch rechte Mächte, die Gewaltherrscher, sind Satans Knechte. Und der Teufel wechselt halt nur sein Jäcklein. In jedem Jahrhundert hat es eine eigene Gefahr gegeben. Einmal waren es die Rechtsnationalisten unter Adolf Hitler, Mussolini,
aber auch parallel dazu schon auch gleich während der Zeit unter Hitlers Wirken auch die Linken, die Kommunisten unter Stalin. Und da werde ich auch ein paar Dinge dazu sagen, ja. Und Benito Mussolini war eigentlich ein Sozialist und hat sich dann irgendwie mit Hitler getroffen in den 30er Jahren. Mussolini ist ja schon in den 1920er Jahren an die Macht gekommen. Wie sind diese Menschen alle an die Macht gekommen? Es war eine Strategie. Angst, Sorge, Terror, Not, Hungersnot, wirtschaftliche Probleme, Arbeitslosigkeit. Es ist nichts anderes als das, was wir jetzt sehen, was vor unseren Augen hier geschieht. Satan bereitet sich für die nächste und für die größte Machtübernahme vor, für den grausamsten Diktator, den es je gegeben hat. Und wenn wir die Geschichte von Stalin, Hitler oder auch Mao Zedong und so weiter kennen, dann müssen wir jetzt schon, müssten sich jetzt schon unsere Haare aufstellen, wenn wir uns vorstellen, dass das alles nichts ist gegen den letzten Diktator, den Antichristen. Aber Gott hat uns Zeit geschaffen und er hat uns Raum gegeben. Und bevor all diese Dinge sich ereignen können, hat der Herr eingegriffen mit dieser Wahl. Das war der erste große Schlag gegen die EU-Macht, gegen diese. Man sieht auch ganz klar und deutlich an der Reaktion von dieser Frau. Und ich muss ehrlich sagen, diese Frau von der Leyen ist mir nicht weniger unheimlich als wie vielleicht Wladimir Putin. Ich stelle mir auf keine Seite, aber ich muss ehrlich sagen, was da in den Hintergrund ist, welche Geister wirken, diese linken Mächte, die sich verstecken hinter den schönen Masken und den guten Menschen. Und wir meinen das ja alles so gut mit der Demokratie beschützen und so weiter. Wir haben nur gute Pläne. Die Masken fallen jetzt. Und es kommt immer mehr und immer mehr an die Oberfläche, was die wahren Motive sind. Die Übernahme auf die Menschen. Die totale Kontrolle. Der Globalismus, gesteuert, ausgehend von Amerika, von den Freimaurern, die da dahinter stehen, die diese linken Politiker verwenden, wie zum Beispiel aus der Demokratischen Partei der Vorgehende und der jetzt eigentlich noch hinter Biden steht, Präsident Obama. Biden ist ja nur eine Marionette. Und ja, diese Puppen werden verwendet. Unser lieber Herr ehemaliger Bundespräsident Van der Bellen hat sich auch während dem Wahlkampf in Amerika aufgehalten. Das ist ja ganz wichtig, dass er sich mit den Globalisten trifft. Das wird ihn aber nichts nutzen, weil Gott hat einen Plan. Und da möchte ich jetzt dann genau auf das eingehen. Ich habe drei Visionen hintereinander gehabt, offene Visionen während der Anbetung. Wir haben sehr viel Anbetung gemacht in der Zeit dieser 7 Wochen Fasten. Und das habe ich noch nie erlebt, dass ich dreimal das ganz Gleiche gesehen habe, wie Jesus als König der Könige und Herr der Herren reitend auf einem weißen Pferd hier hereingekommen ist nach Europa und seine Kriegsheere mit ihm, um diese Macht des Antichristen und der Vorbereitungen, die jetzt getroffen werden, einmal zu zerschlagen. Und es ist ein tiefer Riss schon in der EU und mit der österreichischen Wahl wird der nächste tiefer Riss kommen und wir bekommen wieder mehr Zeit. Also das ist genau, die Wahl war genau am 25. September 2022, genau zu Rosh Hashanah Beginn. Und das hat mich so motiviert. Der hat mir noch sehr viel mehr Träume gegeben. Und jetzt dann befinden wir uns in einer Zeit, nur dass wir das verstehen. Es ist noch nicht das Ende, aber das Ende naht. Wir gehen dem Ende immer mehr zu. Und dazu möchte ich auch eine ganz wunderbare Meldung, die ich aus letzten Tagen bekommen habe, der Herr mir aufgezeigt hat. Wir sind in einer Übergangsphase, das Alte ist vergangen, das Neue ist noch nicht da, dieses Königreichzeitalter hat noch nicht in vollem Ausmaß begonnen, das wird dann in vollem Ausmaß beginnen, wenn Jesus zurückkommt.
dazwischen sind wir in einer Übergangsphase, aber Gott hat uns einen neuen Weg gegeben. Und es ist ein Weg der Hoffnung. Und ich werde euch am Ende diese Bibelstelle dann vorlesen. Weil Jesus Christus ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und er ist der Gott aller Hoffnung. Wir haben keinen Grund zu verzweifeln. Doch wir müssen ganz nah in seinen Herzen sein und wir müssen die Strategien kennen. In der letzten Woche, in dieser Woche von Rosh Hashanah, war der Jupiter der Erde so nahe wie in den letzten 60 Jahren nicht. Er hat sich so genähert und Jupiter wird auch als Königsstern bezeichnet und der Stern, der Jesus symbolisiert. Der Stern von Bethlehem hat aus einer Konstellation von Jupiter und Saturn bestanden, der sozusagen die Weisen aus dem Morgenland angeführt hat. Nur, dass wir wissen. Und wir sehen auch immer mehr und immer mehr Zeichen, dass die Wiederkunft Jesus bevorsteht. Aber jetzt möchte ich noch darauf eingehen, dass gestern war Yom Kippur und die prophetische Bedeutung ist so wichtig zu verstehen. Dann wissen wir, wo der Zeiger an der Uhr ist. Die prophetische Bedeutung Yom Kippur ist der große Bußtag der Juden. Und es ist gewaltig, ich habe Videos gesehen, was sich an der Klagemauer abgespielt hat. Tausende von Menschen waren dort und haben gemeinsam gesungen und gefeiert. Und prophetisch bedeutet dieses Fest Yom Kippur, nachdem Israel wegen der Unbußfertigkeit zur Seite gestellt wurde, erfolgt nun die Anerkennung Jesus als Messias. Eine Versöhnung und in der Heilsgeschichte geht mit Israel, mit dem tausendjährigen Reich dann zu Ende. Also jetzt dann kommen finden auch immer mehr Juden zu Jesus. Und am Ende wird auch das jüdische Volk das Rausbringen des Evangeliums übernehmen. Es geht wieder an die Juden zurück. Es fehlt nur noch eines und wir sind knapp davor, dass diese Vollzahl in Römer 11, 28 bis 25 kann man dann nachlesen und in Matthäus 24, 12 ist das ein ganz wichtiger Punkt in der Endzeitrede, weil das sind einer der letzten Punkte, wo Jesus sagt, oder der letzte Punkt, dass das Evangelium des Reiches, also die gute Botschaft, bis ans Ende der Erde verkündet werden muss. Und in Römer 11, 25 bis 28 steht eben darüber, dass wenn die Vollzahl der Heiden erreicht ist, das sind also nicht Juden, wenn die Vollzahl hereingebracht wurde, die große Ernte, dann ist sozusagen das neue, das kann man sagen, dass das tausendjährige Reich sozusagen den Anfang nimmt. Gut, das ist mal ein wichtiger Teil und da möchte ich nur weiter eingeben auf diesen neuen Weg. Dieser neue Weg, der ganz, ganz wichtig ist zu verstehen. Wir müssen mit einem erneuerten Denken, es ist eine sehr schnelllebige Zeit. Ich kann mich nicht zurückerinnern in meinem ganzen Leben, dass sich Dinge so schnell verändert haben, von einem Tag auf den anderen. Ich komme aus einer Generation, wo noch vieles Jahre oder Jahrzehnte lang stabil war. Heute ändert sich von heute auf morgen alles. Und das heißt, wir müssen jederzeit bereit sein, unsere Lampen mit Öl gefüllt haben, mit dem Heiligen Geist und einfach vorbereitet sein auf Veränderungen. Das benötigt ein verändertes Denken. Wichtig ist der Glaube und das Vertrauen in Gott, den Vater und seinen Sohn. Gott in Psalm 102, 28 können wir es lesen. Gott ist und bleibt derselbe und seine Tage haben kein Ende. Und das, was ich schon am Anfang zitiert habe, war Hebräer 13, 8, dass Jesus Christus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist. Das ist die Basis. Er und sein Wort werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Die Erschütterungen werden auch zunehmen. Aber wir haben dadurch eine viel, viel größere Herrlichkeit, viel größere Autorität und ich werde jetzt gleich einmal Zeugnisse bringen. Meine Wohnung, ich habe ein ganzes Stockwerk in einem Haus aus den Jahren 1850 erbaut, aber mein Dachgeschossausbau ist aus dem Jahr 1971. Das Dach ist alt und die Isolierung ist nicht so perfekt. Ich habe schon einmal begonnen,
im Jahr 2018 nachzuisolieren. Aber jetzt mit diesen erhöhten Energiekosten war mir klar, jetzt muss ich es noch einmal machen, das kostet halt ein paar tausend Euro. Mein Mann und ich machen gemeinsam mit meinem Bruder den größten Teil selbst. Aber bevor wir dieses Dämmmaterial besorgen konnten, mit anfangen konnten, war es schon so kalt. In den letzten zwei Wochen haben wir wirklich richtig kalt gehabt. Jetzt ist es wieder warm. Und meine Wohnung war on. Ich habe gebetet und habe gesagt, Herr, ich will jetzt die Heizung nicht einschalten mehr. Was soll ich dann für eine Heizkosten, wenn ich jetzt im September schon mit Heizen beginne? Und er hat gesagt, warum sorgst du dich? Du brauchst nur bitten. Bitte, und es wird dir gegeben. Klopft an und es wird euch aufgetan. Nehmt euch das zum Herzen. Und wisst ihr, was passiert ist? Meine Wohnung war beheizt, ohne dass ich natürlich irgendwas eingeschalten habe. Es ist weder die Isolierung gemacht gewesen, also wir haben zum Teil ein bisschen angefangen, noch habe ich Heizung eingeschalten. Der Heilige Geist, Gott mit seinen Engeln, ich weiß es nicht, wie sie das machen, aber eine Wohnung war beheizt. Jetzt ist wieder warm, jetzt es ist sowieso nicht notwendig, aber die Wohnung war beheizt. Dann während der Zeit, dass ich in Ruhe fasten und beten konnte. Ich habe mir nicht Sorgen brauchen, keine Heizungseinschaltung. Und dann habe ich Dämmmaterial bestellt und dann bin ich mit meinem Bruder abholen gefahren mit einem Leihauto. Und genau an diesem Tag in der Früh, wie wir weggefahren sind, hat es geschüttet in Schaffeln. Und es war richtiger Landregen und ich war schon ein bisschen betrübt. Es hat nicht danach ausgesehen, als ob es jemals zum Regnen aufhören würde. Und dieses Dämmmaterial darf nicht nass werden. Aber ich habe dann voller Vertrauen gebetet und habe gesagt, danke Herr, bis wir wieder zurückkommen, und wir waren fast mehr als eine halbe Stunde unterwegs, wird der Regen aufhören. Und 3 Minuten, es ist immer weniger geworden, und 3 Minuten bevor wir zum Haus gekommen waren, wo wir dann das Dämmmaterial ausräumen mussten aus dem Auto, war vollkommen der Regen vorbei. Und ich könnte noch hunderte von Zeugnissen bringen. Es ist so eine fantastische Zeit. Auch der Glaube nimmt zu, wenn wir es ergreifen. Wir brauchen nur darum bitten. Das Vertrauen nimmt zu und die Wunder nehmen zu. Es gibt keine Grenzen am Wundern. Und Gott hat mir gezeigt, dass so viel, er gibt mir offene Visionen, er gibt mir Träume, er gibt mir Prophetien. Es ist alles da. Wir haben keinen Mangel zu befürchten. Es hängt von uns selber ab, ob wir unser Leben in die Hand Jesus geben. Und für diejenigen, für die Treuen und die Neuen, kommt jetzt mit zu Gott. Und es wird dann der Abschluss sein, mit zu Gott, mit dem Fest zu Gott, eine riesengroße Ausgießung, Erneuerung und eine gute Wende mit Hoffnung, mit Freude in prophetisch-irdische Wanderschaft geht zu Ende. Und das werde ich zum Schluss noch bringen und diese Bibelstelle dazu. Also wir können uns freuen, genau kommenden Sonntag, wo die Wahl in Österreich ist, wo es den nächsten Shift geben wird, den nächsten Riss in diese Diktatur EU, wird Sukkot beginnen und du kannst jubeln und dich freuen. Ich möchte jetzt nur kurz darauf zurückgehen, auf diesen ersten Teil, nämlich auf den Titel Linke und rechte Mächte und wie diese Mächte gewirkt haben und was dazu zu sagen ist. Es gibt ganz berühmte Beispiele aus dem 19. Jahrhundert. Es wird, ich möchte sagen, warum der Herr das möchte, dass ich diesen Teil auch bringe. Denn diese Nazi-Keule oder diese Ängste, immer wieder diese Bedrohungen mit Hitler und mit der Vergangenheit, haben linke Mächte sich zu eigen gemacht. Auch die Kommunisten konnten nach dem Krieg unter Kontrolle kommen. Und ich möchte sagen, schaut bei Sid Roth, bei Facebook von Sid Roth rein. Am 25. September 2020 war eine Frau bei ihm zu Gast, die ein Buch geschrieben hat, die 30 Jahre lang nachgeforscht hat. Und sie hat im Bereich Kommunismus, Sozialismus, die Anfänge und so weiter. Und es ist alles belegt, mit dokumentiert. Das sind belegte Zahlen.
dass bis zum Jahr 1990, also das Buch heißt Satan is a Socialist, also Satan ist ein Sozialist, und es gibt belegte Zahlen, dass bis zum Jahr 1999, von den 50er Jahren weg bis 1999, 161 Millionen Männer, Frauen und Kinder abgeschlachtet wurden, auch Kinder, grausam, brutal. Und seitdem hat es noch keine Pause gegeben. Das geht noch immer weit. Es gibt ja noch kommunistische Länder mit Arbeitslager, mit Grausamkeiten, die man sich nicht vorstellen kann. Und eins möchte ich euch sagen, die meisten davon sind Christen, die jetzt noch immer darunter leiden in China, die gefoltert werden, um ihren Glauben an Jesus willen. Und ja, Beispiele in der Jahrhundertwende waren eben Stalin, dann Hitler, Mussolini. Hitler war Rechtsnationalist, Mussolini ist auch aus dem linken Lager gekommen, der sich dann mit Hitler zusammengetan hat und auf die rechte Seite bringen hat lassen. Stalin war ein ganz, ganz, ganz grausamer Mörder, und ich gebe dazu Links in die Beschreibungsbox, wo ihr selber nachrecherchieren könnt, und auch über Mao, der bis 1976 der Machthaber war in China, und Grausamkeiten über Grausamkeiten. Und es ist ganz, ganz wichtig, um das jetzt auch ganz klar zu sehen, die Bedrohung kann von beiden Seiten kommen, im Prinzip. Und wir sollen wachsam sein und wir sollen den Herrn fragen, was seine Wahl ist für diese Zeit, um das zu zerschlagen, was jetzt der Plan ist, bis er wiederkommt. Der Einzige, der wirklich gerecht sein wird, wird Jesus sein. Es gibt keinen anderen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er wird in Gerechtigkeit und Recht herrschen. Aber in der Zwischenzeit wird er uns durchnavigieren. Und wenn eine Gefahr sich aufstellt, zu groß zu werden, dann bringt er ein Gegengewicht. Und es ist ganz, ganz wichtig, zu uns zu Herzen zu nehmen, weil die Wahl vor der Tür steht. Und ich lebe in einer Stadt, wo wir das erste Mal seit Menschengedenken eine kommunistische Bürgermeisterin haben. Und viele, viele Christen haben sie gewählt. So, ich würde mal den Herrn suchen und einmal nachfragen, wie er über das denkt. Und ich würde ein bisschen recherchieren in dem Bereich, was Kommunismus wirklich ist und was linke Kräfte können. Wir brauchen jetzt nur schauen in Deutschland, was diese links ausgerichtete Regierung anrichtet. Nicht nur für Deutschland allein für einen Schaden, für ganz Europa. Große Konsequenzen. Aber der Herr wird auf Veränderung bringen. Halleluja, ich bin ganz zuversichtlich. Ich werde am Ende dann auch noch ein Wort und eine Proklamation bringen. Wichtig ist jetzt noch zu wissen, Sukkot, das Fest der Freude, ist jetzt der Abschluss. Prophetisch beginnt genau am Tag der Wahl eine große Veränderung für Babylon und der EU am 9.10., wo wir auf eine gute Wende mit Hoffnung, mit Freude hinblicken dürfen. Die irdisch, prophetisch gesehen, ist dieses Fest, die irdische Wanderschaft hier auf Erden, in dieser Hütte, geht zu Ende. Diese Hütte, diese irdische Hütte und auch diese Behausung hier ist ja nur vorübergehend. Unser wahres Zuhause, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, ist ja in den Himmel. Und die Erfüllung eines unvergänglichen Reiches finden wir in Offenbarung 21,1 bis 22,5. Halleluja! Das neue Jerusalem, das von Himmel herabkommen wird. Der neue Himmel und die neue Erde, wenn Jesus zurückkommt. In der Zwischenzeit können wir uns voll auf sein Wort verlassen. Und ich möchte diese Vision, die ich dreimal hintereinander gesehen habe und jetzt in der letzten Woche noch einmal euch mit der Bibelstelle bringen, wo der Herr spricht über den neuen Weg. Und ich will Blinde auf einen Weg wandeln lassen, den sie bisher nicht kannten. Pfade, die sie nicht kannten, will ich sie betreten lassen. Ich wandle die Dunkelheit vor ihnen her ins Licht
und das Holprige mache ich eben. Das ist die Verheißung, sie führe ich aus und ich lasse sie nicht fallen. Gott, lass dich nicht fallen. Wenn du ihm treu bist, er ist sowieso treu. Wirf dich ganz auf ihn. Verlass dich vor auf ihn und nicht auf deinen Verstand. Und zum Abschluss möchte ich noch über Österreich proklamieren, was im 15. Mai 1955 Leopold Figl, der Bundeskanzler der Zweiten Republik, der erste Bundeskanzler der Zweiten Republik und durch mit dem Herz für Österreich gesprochen hat. Österreich ist frei und auch das Video dazu werde ich in die Beschreibungsbox geben, damit ihr euch das anschauen könnt, den Link zu dem Video. Österreich ist frei. Du bist frei. Gott wird dich freisetzen. Die Wahrheit wird dich freisetzen. Wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, dann tu es jetzt. Geh auf meine Homepage und dort findest du ein Übergabegebet. Ich segne dich damit. Der Sohn wird dich frei machen. Die Wahrheit wird dich frei machen. Er wird deine Augen öffnen und du wirst mit ihm auf dem Faden des Lichtes wandeln. Shalom.